Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir haben einiges geschafft. So, ab zum Baum. Oh, das wird nichts. Schade. Ich wollte zum Baum. So, weil da oben sollte es eine dunkle Skatula geben. Vielleicht mal gucken hier. So, und zwar gibt es hier ein Geheimnis. Wir schnappen uns den Bogen. Und wo ist denn die Mittagssonne? Da. Ach, da müssen wir eine Mittagssonne machen, genau. Und zwar... Warte mal. Wenn das Wasser den See ausfüllt, ziehe auf die Morgensonne. Also, abends. Knack, müssen jetzt mal das Lied der... So... So, jetzt machen wir mal auf den Tag, dass es dann Abend werden. Ja, Leute, ich hab's ein bisschen. Ich hab jetzt ich wieder nicht gespielt vor ein paar Tagen. Wenn die Morgensonne kommt, quasi. Und jetzt gibt's hier eine. Skatula wird's hier eine geben. So, ich muss da rauf. Au, ey, bist du schwul. So. Da ist ja hier irgendwann die Sonne. Ah, da komme ich nicht ran. Ist ein bisschen näher. So, jetzt. So, jetzt könnte es klappen. Mann, das war schon wieder nicht. So. Rauf. Da, seht ihr, da ist eine Skatula. Aber ob ich die jetzt noch da kriege, das ist fraglich. Ah, das wird auch nix. Ah, klappt auch nicht. Ich versuch's jetzt zum fünften Mal oder so. Oh, die Sonne kommt, die Morgensonne kommt. Jetzt, wenn die Morgensonne kommt, müssen wir drauf ziehen. Zacke. Wo ist die Morgensonne? Weil dann bekommen wir ein wichtiges Item. Also nicht ein super wichtiges. So, Batsch! Wir bekommen die Feuerpfeile. Ja! Und die brauchen wir für den nächsten Tempel nämlich. Das ist sehr wichtig. Deswegen war ich ja gerade auch dran zu sagen, ja, die müssen wir jetzt so aufnehmen. Jetzt haben wir schon mal die Sommerpfeile. Ja, immer noch nicht die goldene Skatula, die gehe ich mal aber jetzt holen. Navi, halt die Fresse. Was will uns jetzt Navi erklären? Lass uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Ja, halt Maul. Wer will dir zuhören? Ich nicht. Rauf mit mir. Und da haben wir schon die Pfeile. Den Feuerpfeil platziere sie auf C und so abzuschießen. Triffst du, wird dein Ziel entflammt. Das ist so quasi eine bessere Fortsetzung des Feuer irgendwas. Jetzt habe ich das vergessen. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt spiele ich wieder die Abendzeit und versuche die goldene Skatula zu bekommen. Ne. Ich will jetzt die goldene Skatula haben. Das ist mir scheißegal jetzt. Da müsst ihr drunter leiden. So, und dann treffen wir uns ganz woanders gleich. So. Scheiße, wieder falsch platziert. So, jetzt. Nein, auch falsch platziert. Ein bisschen mehr nach da. Ich glaube, jetzt können wir besser drauf. So. Ah. Nein, was mache ich? Das war doch gut platziert. Och Mann, Link, bist du gay, ey. So, das müsste es jetzt sein. Ja, komm, das reicht jetzt. Quatsch.
Komm, gib mir jetzt das Ding. So, wir haben es jetzt. Ja, wir haben es geschafft. So. Jetzt spiele ich wieder die Zeit. Ne, wir gehen jetzt ein Stück weiter, rufen den Polo. Und dann sehen wir uns gleich ganz woanders. Ich werde auf dem Weg gucken, was ich noch finde. Ey, Vögel, Chip. Quatsch. So, auch geschafft. Ja, es gibt noch etwas anderes gleich. Da müssen wir aber gleich auch eine Reise zurücktreten. Aber das machen wir gleich. Erstmal Tügelchen wieder Tügel. Hey! Gib mir ein Herz, ne? Hast nix, okay. So, Leute. Dann sehen wir uns gleich auf dem Weg zu Kakariko. Bis dann. Bis gleich. Hallo, Leute. Da bin ich wieder. Kurz, mir ist doch was eingefallen, was man machen könnte, um ein wichtiges Item zu bekommen, aber ich weiß nicht, ob die Lust hat unbedingt, dass ich jetzt wieder angeln soll, aber wir müssen angeln, um noch ein ganz, ganz wichtiges Item zu bekommen, das sehr, sehr wichtig ist. Das hilft uns weiter für spätere, also zum 100% müssen wir es machen. Es geht darum, wir müssen einen Fisch fangen, und zwar der den letzteren übertroffen wird. Da sind wir dann da und dann seht ihr hier, das war mein ehemaliger Fisch, gefangen von Mark, 12 Pfund. Hey, der Typ, wir kennen uns doch, ist aber schon lange her. Hey, viele Jahre waren das, 7 Jahre, was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Ah, du bist meine einzige Kunde, ich mache fast keine Geschäfte mehr. Obendrein werden meine Haare, naja, egal, ey. Na gut, ihr willst zu Fischen gehen? Ich kostete nur 20 Rubinen, ja? Oh, excuse, oh nein, da fehlt ein Rumblepack, damit du spüren, wenn ein Fisch man am Haken ist. Pech für dich. Geh zum Rande des Sees und drücke Z, um den Fisch anzuschauen. Bla bla bla, ja. So, pity. Ja, ich spiele immer mal Emulator-Technik und ich will kein Dingsabumse jetzt hier mit, da ist der fette Fisch. Den nehmen wir uns auch mal zur Brust. Komm. Wir warten ab, bis er greift. Komm, greif. Das Fisch will... Komm. Fischi, Fischi, Fischi. Komm. Put, 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 put. Komm. Ey, scusi, scusi, schon wieder nichts. Ah, der Fisch ist ein bisschen hartnäckig. Wieder ein Versuch. Du bist mein Fisch. Hallo. Ah, der sieht uns nicht. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Den will ich haben. Den Big Louie. Batsch. Komm. Der muss jetzt auch locken. Komm jetzt. Ja. Boah, das 19 Brockenfisch. 100 pro. Komm her. Ich will dich haben. Komm her. Komm her. Nein, der Wichser hat sich rausgelöst. Oh. Ach, ich will doch keinen Fisch haben. Ja, wo ist er da noch am Sitzen, da der Fisch? Ja, da sitzt er noch. Den schnappen wir uns doch. Komm her. Hallo. Da ist er. Komm. Greif an. Scheiße. Der will nicht. Der will nicht zurecht. Da sitzt er, ey. Der Wichser hatte sich rausgelöst, ey. Hm. Ja, der am Baum ist ja der dickste, aber den kriegst du ja nicht. Siehst du, da sitzt er. Na, oh, dich will ich doch nicht haben, ey.
Fick dich, den will ich nicht, den Kleinen. So Leute, ich werde mal hier ein kurzes Schnitzer einsetzen und dann komme ich wieder, wenn ich einen großen Fisch habe. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich werde das Spiel später machen, weil ich sehe, dass... Ja, ja, irgendwie davon nicht, nicht. Ja, fick dich. Ich habe keinen Bock mehr zu angeln. Mir reicht's. Wir machen das später weiter. Wir gehen jetzt erstmal zur Zitadelle der Zeit wieder. Ich hoffe, ich spiele das jetzt richtig, das Lied. Jetzt muss ich mal gucken. Zeitlied, sei das Wiegenlied, den ich am Sturm, Menuette des Waldes. Das ist die Zeit. Kantante des Lichtes, richtig. Zitadelle der Zeit, ja bitte. Bringe mich dorthin. Ne, das Spiel hat jetzt zu lange gedauert. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet. Ich hatte zwei Chancen noch, die wollte ich euch aber nicht zeigen. Wir sind in der Kantante des Lichtes. Also in der Zitadelle der Zeit. Jetzt gehen wir zurück. Und ihr seht meine Maus, wie unprofessionell von mir. Jetzt ist sie weg. Oh, seht mal das schaurige Häuschen an. So, jetzt gehen wir zu etwas, was ich gesagt habe, schon bevor ich schneiden wollte. Wir gehen zur Kakariko und mein Zombie. Ja, Leute. So enden wir auch alle, Mann. 2012. Die Dixabutzer. Ach, der Film. Und so. So, ich spiele jetzt die Hymne der Sonne. So. Ne, warte. Jetzt Epona. Jetzt kommt noch Epona. Und jetzt kommt noch Epona schön zu uns. Und dann reiten wir. Mein Pferdchen. Ja. So, und los geht's. Und los, ein Pferd. Lauf! Oi, oi, oi. Hey! Mein Gott, Epona, das ist doch nur eine Brücke. Gutes Pferd. So, und hier sind wir wieder bei Kakariko. Und dann schnell hinüberrollen. La 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 la. Was denn da passiert? Was denn da passiert? LOL. Und ich habe immer noch meinen Zorak-Anzug an. Muss ich mal wechseln. Hey. Oh wei, es brennt alles. Holy shit. Und da wartet Sheik. Gehen wir mal zu ihr. Schick! Boah, sind wir schnell. Zurück, Mark. Klatsch. Da lauert etwas. Holy shit. Holy shit! Boah! Boah, was war das denn jetzt? Oh, da dauert etwas Gruseliges. Das Game Over Monster. Ja, das Game Over Monster. Hallo? Das Game Over. Monster. Scheiße.
Fischer, was irgendwas, Kauga. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Mark, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakaritos, hat den Schattendämon 1 auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kräfte des Dämonen wurden in letzter Zeit immer stärker, so dass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich muss uns jetzt wieder ein Liedchen merken. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in größere Gefahr sein. Mark, Impa ist einer der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Noktrone des Schattens. Das schreibe ich mal auf. Und zwar geht sie links, rechts, rechts, A, links, rechts, unten. Okay, ich hab's. Oh, pff, Fail. Ach, ich liebe es. So, aber bevor wir zu diesem Tempel gehen, brauchen wir ein wichtiges Item. Das kriegen wir auch im Schattentempel. Aber das kriegen wir, wenn wir klein sind. Ja, wenn wir klein sind, dann müssen wir runter. Wenn wir klein sind. Ich krieg schon Schiss. Du hast die Noktrone des Schattens erlernt. So. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Mark. Das machen wir doch. Jetzt gehen wir erstmal wieder zu... Oh, wieder blind. So, auf geht's. So, jetzt gehen wir als kleines Kind dahin. So, auf geht's. Kantante des Lichtes. Ja, bitte, Zitadelle der Zeit. Ja. Bevor ich aber... So, bevor ich aber wieder dahin gehe, mache ich mich jetzt erstmal wieder so, wie ich früher war, dass mich auch jeder erkennt, quasi. So. Ja, mein Schwert ist immer noch gebrochen, das ist toll. Finde ich wirklich toll. So, wir gehen jetzt zurück. Und dann machen wir das. Weiter. Dann treffen wir uns zum Kakariko. Wenn ich jetzt das Schwert unterschlage. Bam! Dann gehen wir rum. So, jetzt sind wir ein kleines Kind. Haben unser Pissschwert. Das ist ja das Schöne. Jetzt habe ich nur das Pissschwert. Alle Herzteile, aber nur ein Pissschwert. Lustig. Naja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Kakariko. Bis dann und ciao, Leute.